zu Dings, da sind die Kinder die Bestimmer und die Erwachsenen müssen nachsitzen. Heute bei uns auf der Ratebank dieses Team und die haben uns schöne Kinderfotos mitgebracht. Schaut mal bitte rein. Damals schon blond, schlau und dank Mama auch modisch schon ganz vorne mit dabei. Ich begrüße Frauke Ludewig und Daniel. Und auch die anderen Bilder muss man wirklich genießen. Also sie damals so was wie die Dancing Queen von Köln. Also Udo Jürgens hat in Bademantel sie Nachthemd. Finde ich, steht ihr sehr gut. Und man beachte bitte den Mann an ihrer Seite, der wusste schon damals einen Anzug. Damit bist du immer ganz weit vorn und das hat sich gehalten. Ich muss unbedingt gleich mal nachhaken. Daniela, das war ja... Wir haben gerade festgestellt, dass Caroline und ich... Caroline noch mal zeigen, weil das ja auch ein sehr zauberhaftes Bild war. Und Caroline damals im Nachthemd. Warst Wahnsinn. Du schon die Showmakerin zu Hause damals? Ich habe mir halt was ausgesucht, damit ich ein bisschen länger wach bleiben kann, wenn meine Eltern Gäste hatten. Und ich musste ins Bett und dann habe ich gegrübelt. Und mit der guten Laune bitte jetzt auch gleich bei uns hier durch die Sendung. Das ist super. Am Anfang haben wir noch gedacht, es handelt sich um Wort. Ja. Ja, sehr gut. 10 Punkte für euch. Ja, gut. Ich musste einmal rein. Und wieder schon. Ja, ja, als Kind. Ja. Frauke ist ja so ganz anders groß geworden, nämlich in der Metzgerei. Verändert das Verhältnis, dass also der Frauke nicht einfach irgendein Brot hinstellen, machen wir nicht. Nein. Achten wir schon genau drauf und auf die Begriffe natürlich auch. Schwer sollte es sein, weil man merkt, ihr seid richtig gut. So kann es weitergehen für euch jetzt. Also, jetzt ja noch ein bisschen hoffnungslos. Ein Fußball. Nee, das will ja keiner. Feuerwehr. Ja, wollte ich hier eigentlich auf deinem Arm. Es ist schon 30 Minuten auch noch zeigen, dass wir immer kurz vor knapp sind, aufzuholen. Ganz kurz. War, was Punkte angeht, jetzt nicht so die größte, nein. Aber da Pause, dass wenn der Mann sich immer noch weiter. Und das habe ich auch ganz schön oft drauf probiert. Ja, nichts sicher. Ja, das geht teilweise umgekehrt, ja. Also das mal daneben. Kann passieren, ist aber auch nicht so schlimm. Das meiste ist ja umdrehen. Das merkt man ja auch da drüben, aber bei euch funktioniert es eben. Man wird ja auch gerne mal als Kind erfinderisch, Oliver kann sich noch daran erinnern, und sagt, du, da musst du gar nicht hin, da gibt es bei mir keine Probleme. Komprimiert als Infozettel. Und den kriegst du ja dann, war schon mal da. Komm, einen Kuchen hast du gebacken. Nee. Ein ganz herzlich willkommen zurück hier bei Dingsda, die Sendung, in der die Kinder die wahren Gewinner sind. Und heute spielen mit Daniela Katzen auf der anderen Seite. Caroline trinken sich nichts. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Noch ein bisschen Luft hier drüben bei den Mädels, aber das kann sich alles gleich noch drehen im großen Finale. Wir gucken mal auf den Punktestand. 90 zu 120. Frauke und Daniela, ihr habt euch kennengelernt über Instagram. Das finde ich ganz witzig. Eingeschaltet. Ja. Das war auch mal ganz süß. Und dann hatten wir auch schon. Und nun sind ja super viele Katze-Fans und folgen dir schon seit vielen Jahren. Frauke, du hast wahrscheinlich gefühlt jeden schon vor der Kamera gehabt. Gibt es eine Person, wo du sagst, da war ich mal nervös, da war ich nämlich mal ein bisschen. Wenn du aus Hollywood triffst, dann ist es gar nicht unbedingt so, dieser redet wie in seinen Stirb-Langsam-Film, aber der redet ganz. Aber dass der dann Actionstar ist, ist auch ganz schön. Aber da kriegst du Herzklopfen. Das ist aber. Kannst du dir vorstellen, wie lange es dauert, mit Bruce Willis einen Actionfilm zu drehen? Ja. Bitte machen Sie es noch mal schneller, Herr Willis, bitte schön. So, wir haben es eigentlich eilig. Ne? Deine Uhr ist ja auch 5:05. Genau. Ja, genau. Jetzt, ne? Genau, ich muss ganz dringend, wobei jetzt heute Abend wird es wohl nichts mehr, mache ich dann aber morgen die. Oder Hobby? Oder wie kam das? Du, lass die Natur doch, lass die. Wie ihr wollt, wenn es um Punkte geht, wäre schön, es wäre da drüben noch ein bisschen mehr drin. Das wäre jetzt theoretisch möglich. Wir spielen jetzt hier bei Dingsda nämlich das große Finale. Was da erzählt haben, du hast ja nun auch eine Schwester, Annette, zu Hause, die also viel Einsatz für dich schon gezeigt hat. Sie hat dich sogar verkuppelt. Sehr und so schön. Fahren wir ganz gut seitdem. Mhm. Und seid ihr, sag mal so, also heute ist es immer noch, wir sind eigentlich wie. Und spüre ich da auch so einen mit den Punkten. 270 Punkte gegen 90 Punkte. Schreibt der da? Erstens, wo hat der seine Fliege her? Diese Seite, roter Keil. Wichtiges Thema. Bei mir geht's ins evangelische Johannesstift nach Berlin-Spandau zu Kindern. Vielen Dank euch fürs Fighten. Hat sich richtig gelohnt. An Frauke und sehr viel Einsatz. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war Dingsda. Ich sage vielen, vielen Dank an meine Dingsda-Kinder. Ich danke Ihnen zu Hause fürs Zuschauen, hier im Studio natürlich und meinen Kandidaten. Wir freuen uns aufs nächste Mal hier bei Dingsda. Tschüss.